So, also wenn hier ordentlich Gegner sind, dann bricht die Framerate ein. Boah, dieses Dröhnen, ey. Ich wechsle mal auf die Luger. Wo ist die Luger? Gib mir die Luger, die doppelte. Stirb, Dämon, stirb. Okay, mit der Luger mache ich irgendwie gar keinen Schaden. Doch, mache ich doch. Und hier lagen noch ein paar Schrotpatronen. Okay, das war die Munition für die Luger. Dann muss ich jetzt wieder die Schrotflinte nehmen. Stirb, Dämon! Bam, da haben wir ihn gekillt. Irgendwie ein bisschen unlogisch, dass ich so einen fetten Klops mit einer Schrotflinte töten kann, aber... Naja. Bam. Kämpfen Sie gegen den Portal... Was willst du denn? Kämpfen Sie gegen den Portaldämon. Ist erledigt. So, dann nehmen wir die Schrotpatronen hier nochmal eben mit. Und dann geht es weiter. Hier ist nochmal eine Rüstung. Die können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Und hier sind wir auf dem Dach. Und der Regen ist ziemlich laut. Sogar wirklich ziemlich laut, muss ich sagen. Zumindest mit Headset. Ich weiß nicht, wie es auf YouTube ist. Und hier ist wieder so ein komischer Typ. So ein lila, leuchtender, was auch immer. Und noch mehr untote Priester. Und noch mehr untote Priester. Und da ist Jack. Aber ich möchte erstmal so, der Priester ist tot. Stirb, Jack. Oh, du hast deinen Hut verloren, der Arme. Tja, der gute Jack ist leider tot. Und da ist das Dimensionstor. Schnell hindurch. So, zurück zum Hauptmenü. Tja, den guten Jack de la Mort haben wir erledigt. Und unseren dritten Zeitenkristall zurückgeholt. Und Jack de la Mort ist auch verfügbar für den Mehrspielermodus. Davon haben wir jetzt aber allerdings überhaupt nichts. So, nächste Mission. Wieder auf Normal. 2280, Rückkehr zum Planeten X. Im Gamma-Sektor wurde ein UFO geortet. Die Akademie hat seine Flugroute bis zum Planeten X zurückverfolgt. Die Urso und die Mesomox kämpfen dort bereits seit einiger Zeit um die Vorherrschaft. Wir befürchten, dass beide Parteien in unterirdischen Stützpunkten neue Schiffe konstruieren und starten. Das Geschwader von Wing Commander Hinsel Nova hat die außerirdischen Schiffe im Orbit des Planeten abgefangen. Wir sollten dem Planeten einen kleinen Besuch abstatten. Vielleicht finden wir dort etwas heraus. Mal sehen. Hinsel Nova ist natürlich auch ein super Name. Hinsel und Gretel. Wobei es gibt sogar einen Charakter, der heißt Gretel MK2. Der kann sich da ja mit unserem Commander Hinsel zusammentun. Tja, das ist also der Fallschirm der Zukunft. Praktisches Ding. Und da ist ein UFO abgeschmiert. So, und unser Hinsel Nova nimmt erstmal ein kleines Schläfchen. Uah, so, ich springe erstmal hier in dieses Loch rein. Und habe die Sci-Fi-Pistole. Und hier wachsen leuchtende Pilze. Vielleicht sollte man lieber nicht davon naschen. Bam! Uah. Bam, komm, stirb! So. Bei dieser Waffe muss man ein wenig aufpassen, weil die... werde ich von irgendwo beschossen? Nein.
weil die Schüsse überall von den Wänden abprallen und man sich ganz gerne mal selber damit trifft. Uah. Geh weg, geh weg. So, was hast du denn für eine Waffe hier? Gar keine. Ja, das finde ich jetzt ja nicht so gut. Da oben ist wieder jemand. Und diese Pilze leuchten von unten. Kann man sich ins Wohnzimmer pflanzen und Energie sparen. Ist natürlich sehr praktisch. So, die sehen auch ein bisschen merkwürdig aus hier, aber egal. Erst schießen, dann fragen. Und hier liegt schon mal Rüstung. Und ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. So. Und da drüben sehen wir irgendeinen anderen Planeten. Neues Einsatzziel. Schlagen Sie den Angriff am Strand zurück. Tja, da besetze ich mal wieder hier so einen tollen Geschützturm und halt einfach mal drauf. So. Ja, ich werde beschossen da. Ach ja, und Raketen habe ich auch. Bam. Und hier bricht die Frame Rate auch schon wieder ein. Sterb. Friss Raketen. Du auch. Okay, jetzt ist die Frame Rate wieder runter auf 35. Sehr merkwürdig. Wow, was macht ihr denn hier? Geht weg. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, hier merken wir es jetzt ganz deutlich, dass die Frames fehlen. So. War es das? Nein, war es noch nicht. Da kommen noch mehr. Komm, hier, nimm eine Rakete. Na, komm schon. Bam. So. Uah, was machen die denn hier? Weg mit euch. So, schlagen Sie den Angriff am Strand zurück. Ist erledigt. Und hier liegt irgendwas Tolles. Das sammeln wir mal ein. Lenkraketen. Kann man immer gebrauchen. So, okay, die Munition hier können wir... Okay, wir können die Waffen einsammeln, aber wir kriegen nicht mehr Munition. Naja, weiter geht's. Hier liegt noch irgendwas. Plasma-Automatikgewehr und Plasma-Munition und Plasma-Handgranaten. Plasma-Handgranaten oder Plasma-Granaten? Ich hab's jetzt gerade nicht gelesen. Uah. Und hier sind ein paar fette Weltraumbienen oder Hummeln oder was auch immer. Und das ist schon wieder ziemlich laut auf dem Ohr. Und ich laufe jetzt einfach mal durch. So, hier ist wieder eine Rüstung. Und hier liegt irgendwas auf dem Boden. Waffenteil. Und ich wechsle jetzt mal auf unser Plasma-Automatikgewehr hier. Und hier ist das abgestürzte UFO. Verhindern Sie, dass das abgestürzte UFO geplündert wird. Oh, nee, das war die zweite Waffenfunktion. Das sind nämlich die Granaten. Ah, geht weg. So. Und die Framerate verabschiedet sich gerade wieder. Naja. Ich denke, es ist noch auszuhalten. So. Sterbt, ihr miesen Außerirdischen. Und ihr auch. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Dann muss ich wieder die Sci-Fi-Pistole hier benutzen. Und da kommen noch mehr. Und hier kommen jetzt auch welche aus dem UFO raus. Die kriegen aber direkt hier ein paar Schüsse in den Rücken. Und dann hat sich das erledigt. Ja, komm du auch noch hier. Bam, so. Gut, und jetzt schalte ich mal hier diese Türme aus, beziehungsweise diese Selbstschuss...
Selbstschussanlagen, damit ich da mal eben rausgehen kann, um meine, beziehungsweise um mir hier wieder ein bisschen Munition einzusammeln. Die haben nämlich ihre ganzen Waffen hier weggeschmissen, warum auch immer. Kann ich gar nicht verstehen, sowas. So. Hier liegt noch was. 200 Schuss, mehr geht glaube ich auch nicht. Und dann begeben wir uns mal in diesen Teleporterstrahl hier. Und sind jetzt im UFO drin. Und jetzt gucke ich nochmal eben in unsere Ziele. Finden Sie den Zeitenkristall, steht noch aus. Okay, gucken wir mal auf unser Uplink-Dingens-Teil. Okay, ist noch nichts zu sehen. Dann gehen wir mal weiter. Was willst du denn? Geh weg. So. Ich hab gesagt, geh weg. So, hier ist ein Loch im Boden. Hier kommen wir noch. Keine Ahnung, hier ist jedenfalls ein Kontrollpunkt. Gucken wir mal eben hier. Hier ist irgendeine Gestalt. Und hier, oh, hier sind noch mehr Gestalten. Okay, da scheint es weiterzugehen. Ich guck nochmal eben, was hier in der anderen Richtung ist. Ob es hier auch weitergeht oder ob hier dann irgendwo empty ist. Headshot. So, was? Ah, geh weg. Lauert der einfach da oben, der Idiot. So, hier ist noch eine neue Rüstung. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Und dann müssen wir wohl in die andere Richtung weiter. Und da oben sieht man wieder die Lichter durchscheinen. So. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Irgendein Tunnel durch den Fels. Und hier liegt wieder irgendwas. Lenkraketen. Und ich habe hier ein paar Teleporterstrahlen gehört. Achso, hier hinten ist Big Battle. Ja, greife ich da jetzt ein oder lasse ich die einfach mal machen? Lass die einfach mal machen und geh mal hier hoch. Weg mit dir. Verfolgt mich jemand? Nö, gut. Was ist hier? Achso, hier ist... Okay, hier bin ich jetzt hier oben. Aber ich gehe mal hier weiter. Ja, ich höre Bienen. Du gehst mal weg. Und hier liegt noch ein bisschen Munition. Ah, überall nee, keine Zombies, sondern... Außerirdische. Ah, Bienen, Bienen, Hilfe. Ah, wie laut das ist. So, und jetzt mal hier in diesen sehr merkwürdigen Fahrstuhl.